Wir schreiben heute Tag 845 des Ukraine-Krieges. Welche aktuelle Informationen hast du über den aktuellen Kriegsverlauf? Ja, der Punkt ist der, dass keine der beiden Seiten vorankommt, wirklich substanziell vorankommt. Die Russen machen an den meisten Stellen Druck, an den meisten Frontabschnitten, aber die Fortschritte sind wirklich minimal. Die Ukrainer versuchen mit Gegenangriffen die Russen aus dem Norden des Kriegsgebietes zu vertreiben. Alles bei Voltschansk oder Lipzi, diese beiden Orte, also nördlich von Kharkiv. Und auch die Ukrainer kommen nicht voran. Und deswegen muss man das Ganze momentan wieder einmal als ganz klaren Stellungskrieg bezeichnen.